So, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Survival Games 5 auf der Map von Verheide, die im Day After Tomorrow Style gehalten ist. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, und hier geht's auch schon los. Jetzt sind wir hier im Startteil und boah, ich bin so gespannt, ganz im Ernst. Ich freue mich, diese Map hier zu spielen. Das Einzige, was man aus dem Trailer gesehen hat, ist, dass man da jetzt runterspringen muss, um an die Stadt. Mein Gott, ihr merkt's, ich bin ein bisschen aufgeregt, so Startkisten zu kommen. Okay, los. Oh nein, ich bug. Nein. Boah, so ein Scheiß. Jetzt bin ich rumgebackt. Subi. Wow. Okay. Ich würde sagen, das können wir gleich vergessen. Wir gehen mal da lang. Alter, warum bug ich so? Das darf doch nicht wahr sein. Ey, mein Internet macht mich irgendwie voll fertig. Uiuiui. So, okay. Hier gehen voll viele raus. Wir haben 3 Minuten Startfrieden. Komm schon. So. Komm. Komm, MCExpert.de, die hänge ich mal hinter vor, so. Na gut, der Start ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Die Map kennt keiner von uns leider. Oh, die ist aber schön hier. Ich gehe einfach mal nach rechts, weil wenn der jetzt hier hinter mir rauskommt, wird er wahrscheinlich einfach geradeaus laufen, weil ich will einfach ein bisschen Luft bekommen. Oh Gott, ich sehe schon, ich werde keine einzige Kiste finden. Gut, ich werde es jetzt so machen, ich habe mir eine kleine Taktik überlegt und zwar laufe ich einfach die ganze Zeit am Rand der Map rum am Anfang. Und hoffe mal, dass ich da einfach so irgendwie so eine typische Weide random am Rand Kiste finde. So, da ist der Rand, ab da laufe ich mal lang. Am besten noch zwischen den Häusern, weil ich habe halt jetzt einfach... Okay, mich verfolgt keiner, gut. Das ist schon mal gut, aber wie gesagt, ich werde jetzt wirklich erstmal am Rand laufen, weil ich war nicht an den Startkisten, das ist schon ein bisschen blöd. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock. Oh, Kiste, geil. Oh, geil, ein Schwert, hammergeil. So, gut, wunderbar. Okay, so viel zum Thema am Rand laufen. Ich würde sagen, das machen wir einfach weiter. Bis der Erste stirbt vielleicht. So, ich tue mal so, als ob ich nichts hätte. Ich habe nichts hier. Den Sound kann ich eigentlich ein bisschen lauter stellen. Oh, geil, Alter. Hier. Fett. Essen. Also, so. Gut. Hose ziehen wir an. Noch 2 Minuten. Startfrieden. Okay, das hier sieht ein bisschen gefährlich aus. Nicht auf diese Schneeplatten springen. Da gibt es Map Tevaran, Survival Games, noch irgendwas so und so. Oh, da kann man rein. Da ist jemand. Wow. Alter. Okay, weg da. Bloß weg da. Das Blöde ist, ich habe nichts zum Essen. Das heißt, ich muss was zum Essen finden. Oh, da geht's auf einen Kran. Oh, hier ist auch noch was. Gut, okay, hier ist auch nichts. Scheiße. Da wäre was gewesen. Es wäre was da gewesen. Das Problem ist, ich muss zu einer Werkbank, weil ich habe absolut nichts zum Essen. Ich habe zwar Rüstung und ein Schwert, was gut ist. Da ist noch einer. Hey, du hast gar nichts. Ja. Gut. Scheiße. Ist Weizen-Minimap eigentlich erlaubt oder nicht? Oh Gott, wir haben gesagt, Minimap ist erlaubt. Bringt ja eigentlich eh nichts, außer einen groben Überblick, wo man jetzt ist. Ich lasse die einfach mal aus. Ich werde es jetzt nicht vergrößern. Also nicht das machen, was ich gerade eben getan habe. Alter, ich laufe hier gerade nur im Kreis rum. Also das ist echt unglaublich. Die Map ist ziemlich verwirrend. Man sieht immer nur das Gleiche. Hier. Okay. Scheiße, ich muss aufpassen wegen Rennen. Oh, fuck. Ich brauche was zum Essen. Was tue ich eigentlich? Ich renne wie ein Irrer rum. Ich hoffe einfach ein bisschen... da kann ich aber nicht rein. Kisten zu finden. Aber es geht nicht. Ach, Dreck. Okay, von hier bin ich hergekommen. Gehen wir mal da lang. So. So ein Scheiß. So ein Dreck. Noch 1 Minute. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach in die Mitte. Ich glaube, wir waren ja in diesem großen Gebäude dort. Lol, es geht schon. Oh, Kiste. Warum geht's jetzt schon los? Okay, irgendwas stimmt da nicht. Okay, da war schon jemand dran. Gut. Auf jeden Fall versuche ich nach oben zu kommen. Okay, hier komme ich nicht hoch. Ich will einfach an eine Box. Und da hat sich wohl irgendjemand jetzt nicht an den Startfrieden gehalten. Okay, da ist auch noch eine Kiste. Aber ich wette da... Oh, scheiße, ich kann nicht mehr rennen.
Ich gehe jetzt erst an die Kiste und dann gehe ich in die Mitte und crafte mir ein Brot. So ein Scheiß, ich brauche unbedingt was. Okay, der wird jetzt erstmal ein bisschen sauer sein. Natürlich war da jemand dran, das ist der Gang von der Mitte. Ah, genau, unten. Unten wird es eine Kiste geben. Nee, gut, ich brauche Brot. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich muss einfach aufpassen, dass mich niemand verfolgt. Wow, wo sind wir denn hier? Hä? Cool. Schön. Toll, keine Crafting-Box. Gut, ich höre hier Fledermäuse. Das Schöne ist, ich werde elendig verhungern. Elendig verrecken werde ich hier. Wo bin ich hergekommen? Scheiße. Nein. 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 Ach, da bin ich auch. So ein Dreck. Nichts zum Essen. Ich hätte nicht so rumrennen sollen. Ich habe Weizen, aber keine. Da ist eine Kiste, aber da war... Oh, da war niemand. Cool. Tja. Und damit bin ich wieder im Rennen. Gut. Ja, halbwegs. Jetzt bräuchte ich wirklich eine Crafting-Box. An der Kiste. Ja, da waren. Ja, da waren wir natürlich schon, ne? Gut, okay, ich renne jetzt aber erstmal trotzdem noch nicht lang. Oh, das ist ja cool. War da schon jemand? Ist da jemand? Sehe ich ein Namensschild? Ich benutze übrigens gerade nicht die Shader, weil die Shader bei so einer Schneemap, das ist einfach sowas von overbright. So ein strahlendes Weiß. Und da ist eine Kiste. War da schon jemand dran? Nein. Cool. Alter, das ist ja geil. Finde ich gut. So, komm, jetzt regeneriere dich noch, Dominik. Und du bist wieder voll im Brennen, in the run. Hast zwei Schwerter, wunderbar. So muss das sein. So gehört sich das. Da gehe ich auch gleich rein. So wie es aussieht, ist wohl keiner in diese Richtung gegangen. Ich glaube, das hier ist die Freiheitsstatue. Also wie gesagt, das ist im Style von Day After Tomorrow. Wer den Film nicht kennt, ist so ein Film da... Ach nee, ich spoilere euch jetzt nur, wenn ihr den Film nicht kennt. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. So. War da jemand? Okay, da war jemand dran, das wundert mich. Warum hat dieser jemand die Kiste vom Schiff nicht mitgenommen? Die war schon irgendwie offensichtlich. Ich versuche jetzt mal hier noch so rumzuklettern. Alter, wenn da sich jetzt irgendjemand sneakt oder wenn ich jetzt einen dummen kleinen Fehler mache oder der Server nur einmal leckt, dann bin ich tot, wenn ich runterfalle. Aber okay. Nee, ich darf es nicht riskieren, dass ich Schaden bekomme wegen dem Hunger. Sonst würde ich da jetzt runterspringen, um schnell auf die andere Seite zu kommen. Aber da scheint ja auch was zu sein. Hm, da würde ich sagen, schauen wir auch mal nach. Oh nein, warum backt denn jetzt die Welt so? Och, ich hätte Optifine noch updaten sollen. Achso, darf ich ja nicht ausschlagen, stimmt. So. Geht auch gar nicht mit Venture Mode. Ich bin hier mit Venture Mode, aber bestimmte Sachen kann man immer noch abbauen, wie zum Beispiel Leitern, Glas oder so. Dürfen wir aber nicht, können wir Fackeln ab. Ups. Ja, okay. Wie auch immer. So. Gut, hier beim Schiff fahren wir, würde ich sagen, gehen wir... Ach, da ist der Spawn. Mensch, da ist noch ein Schiff. Das baut sich hier bei mir aber auch alles so langsam... Und ich wollte ja nicht rennen. Bei mir so langsam auf, da ist noch eine Kiste. Kommt, zu der rennen wir jetzt noch schnell hin. Ich finde das ein bisschen blöd. Warum ist das so? Diese Problem hatte ich noch nie. Okay, die ist natürlich auch leer. Oh, da ist der Kev, der hat sich gesneakt, dachte wohl, ich sehe ihn nicht. Und der ist von Redlan weggelaufen, weil Redlan hat geschrieben, lauf, Kev, lauf. Das bedeutet wiederum, dass Redlan hier auch in der Nähe ist. Was wiederum? Oh Gott, der hat einen Bogen. Scheiße. War scheinbar kein Schwert, oder hat er doch auch ein Schwert? Scheiße, der ist auch ziemlich gut ausgerüstet. Okay, schnell regenerieren. Jetzt renne ich erstmal lieber. Ich renne jetzt erstmal lieber nicht. Gut. Wegen. Okay, der wird aber Essen haben. Der wird versuchen, hier hochzukommen. Der kommt hier hoch. Da stelle ich mich da hin. Okay, der kann auch hier hoch. Scheiße. Okay. Der kann hier reinspringen, aber ich kann an der Stelle. Und da hinten ist jemand. Da hinten ist jemand. Okay. Wie machen wir das jetzt? Sollen wir warten, bis Kev sich den da hinten schnappt? Oder sollen wir uns. Der da hinten, der sieht uns aber nicht. Okay, wir schnappen uns den da hinten. Solange er jetzt nicht wegläuft, weil vielleicht hat er was zum Essen. Und, das wäre ein bisschen besser, finde ich. Okay, der bleibt stehen, komm schon. Komm schon, okay, du warst an der Kiste. Oh, der hat einen Steinschwert.
Oh mein Gott, Leute, ich kann's gar nicht glauben. Schnell in Sicherheit bringen. Yeah! Okay, gut. So, Mist out. Back. Du bist out. Raus. Gut, okay. Ach du Scheiße, was hat der alles? Oh mein Gott. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ach du Scheiße. Und schnell. Okay. Oh mein Gott. Puh. Gut, 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 gut. Iron Boots, so. Der hat aber auch keine Brustplatte, leider. Night Vision. Gut. Machen wir die mal hier rein. Schwert. Ein gutes Schwert, natürlich. So. Essen. 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 Und Fisch. Mein Gott. Alter. Leute. Das wäre so. Das war so wunderbar. Das war wundervoll. Das war einfach wundervoll. Gut. Okay. Jetzt holen wir uns noch der Kev. Oh. Ja, jetzt weiß ich auch, warum es bei Rivi leckt, wegen dem Regen. Den habe ich jetzt einfach mal so ausgestellt. Wegen dem Schnee, der bringt ja manche Sachen zum... Oh, da hinten... Oh, da hinten betteln sich zwei. Cool. Ich habe wirklich noch keine einzige Chestplate. Okay, das müssen wir ändern. Das können wir ändern. Wunderbar. Ach Gott, ich freue mich, Leute. Ich freue mich richtig. Das läuft doch schon mal ganz gut. So. Okay, hier ist eine Spalte. Da rutschen wir... Mal lieber nicht rein. Okay, das kann man auch zweideutig verstehen. So, jetzt sind wir hier auf dem Schiff. Da ist einer. Und der andere ist da. Oh, die sind beide da oben. Der zielt mit seinem Bogen auf mich. Nicht gut. Machen die etwa ein Team? Kann man die überhaupt... Ah, okay, hier kann man hoch. Scheiße. Du hast kein Schwert, Kev, ne? Du hast kein Schwert, wusste ich's doch. Danke, dass du mich mitgeheilt hast. Okay, du hast ein Schwert, aber kein besonders gutes. Okay, ich muss aber aufpassen, weil da war noch jemand. Scheiße, nein. Ich hatte keine Pfeile. Nein. Nein, ich wollte noch sagen, ich muss aufpassen. Nein. Nein. Na gut, wir sehen uns gleich wieder wahrscheinlich in der Teamrunde. Bis gleich. Ach, verdammt. Sag ich nur, ich muss aufpassen. Und guck, ah, blöd. Steht da? Flight Deck. Achtung, oh. Oh, ein Holzschwert für dich. So, warte, das gebe ich dir. Ja. Und hier vorne ist ein Goldschwert und zwei Sticks. Okay, wunderbar, das ist gut. Dann haben wir beide eine Waffe. Das ist doch schon mal gut. Ja. Da hinten ist schon einer. Ich glaube, der okay. Hat kein Schwert. Doch, scheiße. Einer mit einem... Schnell weg, 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 weg. Komm hierher. Ja, ja, ja. So, schnell weg, weg, weg. Nein! Ach nö, ich bin... Neues, nein. Oh, nee, was ist das hier? Ach, Mann! Och nee, das war jetzt. Wo haben die Sachen her? Oh, und dann noch neben den Sitzen. Wisst ihr, das muss immer hochspringen und die anderen. Ja. Ich esse erstmal einen Kuchen. Ja, der Mund hat jetzt.